Guten Tag, liebe Journalisten da draußen. Wir sind hier noch zu zweit. Wir hoffen, dass Herr Drosten gleich dazu kommt. Ich möchte Sie aber schon ganz herzlich begrüßen zum virtuellen Pressbriefing vom SMC. Und zwar soll es heute darum gehen, wie die Teststrategien aussehen können und was eigentlich die vorsorgliche Quarantäne für eine Rolle spielen kann in Zukunft. Denn nächste Woche trifft sich eben die Bundesregierung mit dem Ministerpräsidenten, um zu beraten, wie es eigentlich nach dem 19. April jetzt weitergeht in Sachen SARS-Coronavirus und Eindämmung in Deutschland. In verschiedenen Strategiepapieren konnte man jetzt schon einige Ansätze lesen. Häufig liest man testen, 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 ist eigentlich irgendwie so immer der Klassiker, der da drin steht. Wir müssen testen, eben um die drastischen Maßnahmen lockern zu können und die Wirtschaft auch nicht zu sehr auf die Folter zu spannen, sag ich mal. Und eine weitere Strategie ist, Kontakte von Infizierten in vorsorgliche Quarantäne zu bitten, damit die eben nicht noch unbemerkt weitere Personen anstecken können. Das ist so der Rahmen, in dem wir uns bewegen. Wir wollen das heute eigentlich mit zwei Top-Forschern besprechen. Jetzt haben wir einen Top-Forscher schon hier. Das ist Gerard Krause, Leiter der Abteilung Epidemiologie vom Helmholtz-Zentrum für Infektionsforschung in Braunschweig. Guten Tag, Herr Hallo. Krause. Schön, dass Sie sich die Zeit genommen haben. Hallo. Wie gesagt, ich hoffe, dass Herr Drosten einfach gleich dazukommt und dass wir dann verschiedene Fragestellungen besprechen können. Ich würde aber sagen, wir legen einfach los, weil man sieht hier schon rechts im Chat, da kommen einige Fragen von Kollegen. Ich freue mich jetzt schon. Ich würde trotzdem meine Eingangsfrage schon mal an Sie stellen, Herr Krause. Und zwar haben wir im SMC mal versucht, so ein bisschen zu recherchieren, wie die einzelnen Gesundheitsämter eigentlich Contact Tracing betreiben, also eben versuchen, die Kontakte von Infizierten aufzufinden und was dann mit diesen Kontakten passieren soll. Das haben wir versucht. Natürlich ist das nicht repräsentativ, aber herausgekommen ist, also manche Gesundheitsämter quarantänisieren vorsorglich sogar einen gesamten Haushalt eines Kontaktes von Infizierten. Andere, dort läuft es so, dass die Kontakte erstmal Symptome entwickeln sollen, in Anführungszeichen, bevor sie überhaupt in Quarantäne kommen. Also es ist irgendwie ein breites Spektrum. Und Sie haben aber sicherlich repräsentativere Eindrücke, hoffe ich zumindest, die Sie mit uns teilen können. Denn Sie haben ja die SORMAS-App entwickelt. Das ist schon etwas her. Eigentlich haben Sie die entwickelt für den Ebola-Ausbruch 2014, um dort eben gutes Contact-Tracing und Management zu betreiben. Und nun wird sie aber auch in Deutschland in Gesundheitsämtern eingesetzt. Und ich würde einfach mal fragen, welche Erfahrungen haben Sie bisher damit gemacht? Nutzen die Gesundheitsämter das? Und was wäre in Ihren Augen so aus Erfahrung heraus eigentlich Best Practice? Wie sollte mit Kontakten von Infizierten umgegangen werden? Ja, kann ich gerne dazu erzählen. Es ist tatsächlich so, dass das sehr heterogen ist, wie die Gesundheitsämter das umsetzen. Manchmal mag das auch gerechtfertigt sein, aber im Großen und Ganzen ist eigentlich klar, was gemacht werden muss. Sobald man einen Fall kennt, müssen die Kontaktpersonen, und zwar insbesondere die engen Kontaktpersonen, die müssen identifiziert werden und die müssen gesundheitlich überwacht werden, beobachtet werden und von denen, die müssen auch in häusliche Quarantäne genommen werden. Und dann kann man durchaus schließen und sagen, dann ist es auch sinnvoll, die ganze Familie in häusliche Quarantäne zu geben, weil ja dann mutmaßlich die Übertragung schon stattgefunden hat, sollte die überhaupt Träger sein. Das macht durchaus Sinn. Die größere Schwierigkeit bei dem Ganzen ist nicht das Konzept, sondern das Instrumentarium, um das umzusetzen. Normalerweise ist Contact Tracing oder dieses Kontaktpersonenmanagement eine Sache, die sich im relativ kleinen Maßstab abspielt und wo Gesundheitsämter mit den normalen Instrumenten durchaus mit umgehen können. Wir haben hier eine dramatisch andere Situation mit Tausenden von Fällen, Hunderten pro Gesundheitsamt pro Woche unter Umständen und an jedem Fall hängen 20, 30, vielleicht noch mehr Kontaktpersonen dran, die dann alle nachverfolgt werden müssen. Das kann keiner mehr in der normalen Excel-Liste oder auf Papier abverfolgen und abarbeiten. Und deswegen haben wir hier dieses System, glaube ich, das da sehr gut passt, das SORMAS-System, das wir genau zu diesem Zweck entwickelt haben. Und das auch schon bei über 110 Millionen Einwohnern in Afrika funktioniert, schon seit vielen Monaten und Jahren. Und es wir jetzt gerade auch anpassen für den öffentlichen Gesundheitsdienst. Ja, Sie haben gerade schon gesagt, 20 bis 30 Kontaktpersonen pro Infizierten. Ist das die, also jetzt gerade so? Können Sie da vielleicht was sagen zu Vormaßnahmen, Nachmaßnahmen oder Währendmaßnahmen? Weil das unterscheidet sich ja wahahrscheinlich immens. Deswegen machen wir das Ganze. Ja, nein, das ist einfach nur eine ganz grobe Hausnummer. Da habe ich jetzt keine statistischen Daten zu. Wenn es uns gelingt, dass SORMAS in einer größeren Anzahl von Gesundheitsämtern, im Moment sind es 11 Gesundheitsämter, die das verwenden, in einer größeren Anzahl von Gesundheitsämtern einzusetzen und wenn dann das Robert-Koch-Institut diese Daten bekommt, dann kann das Robert-Koch-Institut sehr genau das auswerten
Wir selber haben ja die Daten dann nicht zur Verfügung. Das steht uns ja nicht zu. Wir haben ja das Instrument entwickelt. Aber dann können die Landesbehörden und auch das Robert-Koch-Institut diese Daten auswerten und können dann ganz genau die Übertragungsnetzwerke abzeichnen. Das wird automatisch berechnet. Das Serial Interval wird automatisch berechnet. Die Anzahl von Kontakten pro Fall, wie viele Kontaktpersonen überhaupt zu einem Fall dann werden im weiteren Verlauf, das wird alles automatisch dann berechnet. Das klingt ja erstmal sehr sinnvoll, ja. Das wäre ja schön. Aber 11 Gesundheitsämter, das hört sich jetzt noch nicht so viel an. Ich glaube, wir haben die 400 in Deutschland. Kann das sein? Das ist korrekt, sind 400. Das ist jetzt auch so mehr so die Pilotierungsphase. Der inhaltliche Hintergrund ist, dass im Moment ja diese Kommunalisierung und Subsidiaritätsprinzip im Public Health System in Deutschland dazu führt, dass jedes Gesundheitsamt die Zuständigkeit für seine eigenen Daten hat, also auf jeden Fall für die personengebundenen Anteile der Daten und deswegen auch in einer gewissen Weise ein abgeschottetes System hat, also datenverarbeitungstechnisch. Die ganzen Daten werden elektronisch und digital weiter übermittelt an die Landesbehörden und von dort ans RKI. Das ist alles gut etabliert und funktioniert wunderbar. Das Problem ist aber, dass dann bei dieser Situation wie Coronaviren wir ja Fallmeldungen haben. Und die Kontaktpersonen von diesen Fällen, die sind ja möglicherweise ganz woanders, in ganz anderen Landkreisen. Mensch sieht sich ja seine Freunde nicht nach der Landkreiszugehörigkeit aus. Und da wird es denn jetzt schwierig mit dieser Einschränkung, dass Gesundheitsämter nur durch dann Telefonieren und Hin- und Herfragen diese Verknüpfung zu den Fällen oder Kontaktpersonen anderer Landkreise, die sie herstellen können, ist unglaublich arbeitsaufwendig. Dafür haben wir ein Konzept, das man etablieren könnte. Da sind wir gerade mit dem IMG und mit dem Robert-Koch-Institut in Vorbereitung und in Diskussion. Und möglicherweise gelingt es dann, das Konzept so auszurollen, dass die Gesundheitsämter wirklich dann über die Landkreisgrenzen hinaus sehr viel einfacher kommunizieren können und diese Arbeit viel einfacher umsetzen können. Okay, das klingt auf jeden Fall sinnvoll, wenn das in Zukunft klappen würde. Aber vielleicht nochmal so generelle Fragen zum Contact Tracing. Ich weiß nicht, was für Daten Sie da eben schon zur Verfügung haben, auch vielleicht aus anderen Studien. Wenn wir jetzt sagen, nehmen wir mal die 20 bis 30 pro infizierten Kontakte, also einfach mal als, ist egal, ob der Wert jetzt mega korrekt ist für die aktuelle Zeit oder nicht. Wie viele davon müsste man denn finden, quarantänisieren, eben also gut nachverfolgen können, um eine Eindämmung zu erreichen? Kann man da irgendwie was sagen? Also weil zum Beispiel, und wichtig ist da dabei auch, wie schnell findet man die? Denn so je länger die, ich sag mal, draußen rumlaufen, desto höher ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie noch wen anstecken könnten. Haben Sie da Evidenz dazu? Ja, das sind ganz wichtige Punkte. Gerade hier bei Coronaviren, wo ja viele Patienten schon Träger sind und schon Überträger sein können, bevor sie überhaupt Symptome bekommen. Und wo ja auch die Diagnostik schon auch noch einen gewissen Zeitverzug reinbringt. Normalerweise, unter normalen Umständen, wenn man mit geringen Fallzahlen arbeitet, da würde man sagen, man beginnt das Contact Management schon beim Verdachtsfall, bevor die Laborbestätigung überhaupt vorliegt. Das kann man sich jetzt eigentlich gar nicht leisten, denn wenn man sich anschaut, wie viel Prozent der Labornachweise überhaupt nur positiv verfolgen, ja, das sind ja irgendwie unter 10%, glaube ich, dann würde das bedeuten, dass man unglaublich viele Kontaktpersonen kontaktieren muss, erfassen muss und am Ende war es umsonst, obwohl es nur ein Verdachtsfall war und sich der nachher nicht bestätigt hat. Das heißt, jetzt in dieser jetzigen Situation muss man tatsächlich dazu übergehen, dass man das nur anfängt, wenn man bestätigte Fälle hat. Mindestens mal das Nachverfolgen. Man kann die Kontaktperson vielleicht schon erfassen beim Registrieren, also in dem Moment, wo ein Verdachtsfall da ist, dass man dann schon nach den Kontakten fragt und die erfasst. Und aber das eigentliche Nachverfolgen und diese häusliche Gesundheitsmonitoring, dass man das erst dann startet, wenn der Fall, der ursprüngliche Fall, zu dem die alle gehören, dann auch bestätigt wurde. Und da ist dann wiederum auch eine Priorisierung vorzunehmen, nämlich, dass man das vor allem bei diesen Kontaktpersonen macht, die einen engen Kontakt hatten. Also das Robert-Koch-Institut hat da verschiedene Kategorien. Kategorie A, die also besonders engen Kontakt darstellt, die sollten auf jeden Fall nachverfolgt werden. 15 Minuten Face-to-Face, sagt da RKI, ne? Das ist ja, oder Kontakt oder Austausch von Flüssigkeiten und solche Geschichten. Genau, sind so oder 4, 5 Kategorien. Ja. Ne? Ja. Und wenn das diese Definition erfüllt hat, dann sollten also die Personen, die diese Art von Kontakt haben, die sollten auf jeden Fall erfasst werden und auch nachverfolgt werden. Die anderen, die kann man depriorisieren, würde ich sagen. Und ja, das sind eigentlich die Schritte, wo man sich anpassen kann an den Bedarf und wo man priorisieren muss.
Jetzt ist ja Contact Tracing eben das eine, was viel Aufwand einfach bedarf und viel Personal. Vielleicht eine kurze Zwischenfrage dazu, die hier schon reinkam. Pro 20.000 Einwohner braucht es laut dem Gesundheitsamt Rheinland-Pfalz ein 5-köpfiges Team, um Contact Tracing zu machen. Reicht das Ihrer Meinung nach? Haben Sie da irgendwie einen Erfahrungswert? Also wir haben das nicht ausgerechnet, aber das scheint mir sehr plausibel. Okay. Wir haben jetzt in unserem System ein Modul, was wir bald aktivieren werden, was den Aufwand deutlich reduzieren kann. Das wird dann so aussehen, dass eine Kontaktperson nicht immer angerufen werden muss oder nicht selber irgendwie eine E-Mail schreiben muss und dann die Gesundheitsaufseher dann diese E-Mail dann irgendwie übertragen müssen in irgendein System, sondern die Kontaktperson, wenn sie einverstanden sind, bekommen dann eine App runtergeladen oder laden die sich selber runter auf ihr Handy und diese App fragt dann täglich oder mehrfach täglich ab, ob sie Beschwerden haben und welche Temperatur sie haben und die antworten das einfach kurz. Und wenn alles in Ordnung ist, ist alles in Ordnung. Und wenn die Temperatur ansteigt oder bestimmte Symptome auftreten, dann wird diese Information in SORMAS reingefüttert. Und dann schlägt das dort einen Algorithmus aus, wo dann der Gesundheitsaufseher weiß, oh, da muss ich mich jetzt drum kümmern. Und das würde bedeuten, wenn das dann aktiviert ist, noch steht das System nicht, aber bald, dann haben Gesundheitsaufseher deutlich weniger Aufwand, weil sie nicht mehr dauernd dahinter telefonieren müssen oder irgendwelche E-Mails auswerten müssen. Wichtig ist ja eben auch, genau die richtigen zu testen, damit man überhaupt erstmal weiß, wer ist denn der Fall und wessen Kontakte müssen eigentlich getraced werden. Das ist ja also der erste Schritt im Endeffekt. Wir haben gesagt, okay, wir kriegen es nicht hin, einfach Verdachtsfälle. Das werden viel zu viele, deswegen macht es Sinn, erstmal auf den Test zu warten, bis man richtig verfolgt. Dann ist die Frage, wenn alle, also wenn Strategiepapiere eben sagen und so auch ja ihr eigenes, an dem sie mitgewirkt haben, in Zusammenarbeit mit der IFO, mehr testen, wir brauchen größere Kapazitäten, mehr Kapazitäten. Ich habe in einem Strategiepapier gelesen, 500.000 Tests pro Tag müssten wir machen können, damit wir irgendwie der Lage Herr werden. Gerade sind wir bei 500.000 pro Woche laut RKI. Also es kommt ja sowohl auf die Anzahl an, aber wen muss man denn eigentlich prioritär testen? Das ist ja eigentlich die Schlüsselfrage, weil mehr hilft mehr, ist ja nicht unbedingt richtig, oder? Unbedingt. Danke für die Frage. Es ist mindestens so wichtig, die Priorisierung der Testung richtig einzutüten und richtig zu organisieren. Selbst wenn es gelänge, die Kapazität massiv zu erweitern, hängt ja auch eine ganze Menge Logistik dran, der Befundmitteilung und so weiter, nicht nur die Tests allein. Und es wäre nicht gut, wenn jetzt alle möglichen Menschen, die eigentlich gar keine Beschwerden haben oder nur sehr leichte Beschwerden haben oder nur meinen, irgendwie Kontakt gehabt zu haben, wenn die dann getestet werden und wenn die Menschen, die schwere Beschwerden haben oder die einen hohen Risikofaktor für eine schwere Erkrankung haben, wenn diese dann mit ihren Tests hinten anstehen müssen oder sich sozusagen kompetitiv um die Abarbeitung da mit einreihen müssten. Das wäre nicht gut. Also man musste schon ein System entwickeln, wo die Testergebnisse, wo sie besonders dringend sind, wo die auch wirklich schnell bearbeitet werden, also auch bei Gesundheitspersonal zum Beispiel. Das wäre noch eine Frage gewesen, genau. Wenn man dann noch Kapazität hat, dann kann man sicherlich auch die anderen testen, aber es darf nicht einfach nur auf Masse gemacht werden, es muss da schon auch eine Priorisierung erfolgen, ein guter Workflow. Wer würde das denn in Ihren Augen machen? Müsste das RKI sagen, so, jetzt hören Sie mal, wir machen das jetzt so, wir haben jetzt drei verschiedene Flows, sage ich mal, das sind die, die glauben, sie haben irgendwas, haben irgendwelche unspezifischen Symptome und wollen gerne getestet werden. Hier haben wir medizinisches Personal, das müssen wir prioritär behandeln. Bitte mach das zuerst und dann das. Wer muss das sagen? Wer koordiniert das? Ja, koordinieren tut das, glaube ich, keiner und das ist vielleicht auch nicht zwingend notwendig, weil ja die Testinitiativen von ganz unterschiedlichen Stellen kommen. Wir haben die arbeitsmedizinische Perspektive, wo mindestens mal in Krankenhäusern, aber auch in anderen Firmen zum Testen animiert wird und das organisiert wird. Wir haben die Gesundheitsämter, die aufgrund von Fallmeldungen und Verdachtsfällen und so weiter das Testen in Gang bringen. Und wir haben die Patientenversorgung, wo die Patienten entsprechend getestet werden müssen. Und gleichzeitig sind dann die dahinterliegenden Testkapazitäten und Arbeitsabläufe auch unterschiedlich. Aber was durchaus hilfreich wäre, wenn man so eine Art Leitlinie geben würde und das ist eigentlich schon ziemlich klar, was da die Prioritäten sind, aber es würde vielleicht helfen, das nochmal auszuformulieren, dass man sagt, also Patienten mit Krankheitsverdacht, das müsste die erste Priorität sein, aus meiner Sicht, ja, ganze Diskussion bereit. Die zweite Priorität wäre medizinisches Personal und dann kommen möglicherweise Kontaktpersonen und dann kommen vielleicht noch andere Gruppen, die noch. Okay.
Herr Drosten. Okay. Hallo. Hallo, Herr Drosten. Hallo. Wir waren gerade schon mitten in der Diskussion, aber schön, dass Sie dazu gestoßen sind. Gut. Das freut mich sehr. Ja. Ich habe schon Sie mal Lückenbüßer gespielt. Ja? Gut. Sehr schön. Jetzt haben wir schon einige Fragen beantwortet, die ich auch Ihnen gerne gestellt hätte, aber vielleicht kommen wir einfach gleich darauf zurück. Ich würde direkt mal mit einer, ich sag mal, ziemlichen Hammerfrage einsteigen, aber vielleicht erstmal an Herrn Krause, weil er jetzt schon so ein bisschen sich warm laufen durfte. Sie können ja schon mal zuhören. Und zwar waren wir gerade dabei, eben Contact Tracing zu besprechen und wie viele Tests man machen muss und wen man eigentlich testet. Das haben wir schon so ein bisschen durch gerade. Die Frage ist, was ist eigentlich das Ziel, wenn wir sagen, okay, testen, 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 Kontakte isolieren oder quarantänisieren erstmal vorsorglich? Wohin wollen wir damit? Wir wollen ja irgendwie den Lockdown irgendwann mal wieder ein bisschen aufheben, genau. Weil lange halten wir das nicht mehr durch. So, ja. Haben wir denn vielleicht aber, ich sag mal, eine Benchmark, wenn wir sagen, okay, Anzahl Neuinfektionen pro Tag, was können wir denn da eigentlich auch außerhalb des Lockdowns handeln? Also ohne, dass jetzt irgendwie wieder die Riesenwelle losbricht und wir wieder nicht Herr der Lage sind. Gibt es da irgendwie eine Benchmark, die Sie nennen können, zum Beispiel, keine Ahnung, 500 Neuinfektionen pro Tag kriegen wir mit klassischen epidemiologischen Maßnahmen wie Contact Tracing und Testen unter Kontrolle? Also das ist ja total lokal variabel. Das ist das Problem. Ne? Also das müsste man dann total fein aufgelöst machen und man muss eben überlegen, wie viele Intensivbetten hat man und was kann man dann irgendwie projizieren. Ne? Also wenn man jetzt sagt, okay, die Intensivbetten sind alle voll, wie viel haben wir? Jetzt darf also pro Aufenthaltsdauer von sagen wir mal, 2 Wochen oder sowas, oder pro Entlassung darf ein neuer Intensivpatient dazukommen. So, und jetzt muss man schauen, wie viele Intensivpatienten machen die Betten wieder frei, entweder weil sie leider versterben oder weil sie eben entlassen werden. Und dann kann man ausrechnen, wie viele neue Intensivpatienten man sich leisten kann. Und dazu muss man einen Erfahrungswert haben, wie viele von den normalen Krankenhauspatienten auf die Intensivstation irgendwann müssen. Da gibt es natürlich schon gewisse Vorstellungsbereiche, aber ich habe diese Zahlen nicht, also ich habe die schon gar nicht für Deutschland. Und wie gesagt, das muss man hochgradig lokal dann bestimmen. Das ist in München was anderes als in Berlin. Und schon erst recht Land versus Stadt. Ja, das kann ich mir vorstellen. Aber wenn wir davon ausgehen, am Anfang haben wir gesagt, ohne Maßnahmen würden 60-70% der Deutschen einfach infiziert werden. Also wenn wir es durchlaufen lassen würden. Nenne ich das in welcher weiß. Zeit ist die Frage? Genau, in welcher Zeit ist eh immer die Frage. Aber würden Sie nach wie vor davon ausgehen, wenn wir quasi jetzt durch das Lockdown das so weit runterkriegen, dass wir wieder Herr der Lage werden könnten durch klassische epidemiologische Maßzahlen, ohne so ein Ausgangsbeschränkung etc., dass wir trotzdem der Lage Herr bleiben können und nicht die Welle einfach durchläuft, sondern dass wir es tröpfchenweise quasi infizieren und über einen sehr, 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 sehr langen Zeitraum strecken und ob wir niemals die 60-70% erreichen würden. Also Nein, also ich glaube, man würde jetzt mit klassischen epidemiologischen Maßnahmen und der Kapazität, die Gesundheitsämter jetzt im Moment haben, sehr viele Patienten nicht erkennen und man würde wahrscheinlich, wenn man die sozialen Distanzierungsmaßnahmen jetzt komplett zurücknehmen würde, wieder ein sehr starkes Wachstum der Epidemie bekommen. Und deswegen braucht man, glaube ich, Sonderwerkzeuge. Das kann sein, dass die Bundeswehr mithilft beim Contact Tracing und das kann aber auch sein, dass man eine Mobilfunk-App einführt oder auch beides zusammen. Mhm. Aber was man eben machen muss, ist die Effizienz in dieser Fallverfolgung und dann Infektionsverhinderung, darum geht es ja letztendlich bei der Fallverfolgung, steigern. Und also ganz einfach ausgedrückt, es gibt neuere Zahlen, die sagen, dass fast die Hälfte des Infektionsgeschehens vor Symptombeginn passiert. Ja. Das heißt, man müsste ja im Prinzip die andere Hälfte, die nach Symptombeginn passiert, komplett abschneiden, um auf einen R0-Wert kurz unter 1 zu kommen. Mhm. Ja, also wir sind, wenn wir starten bei einem R0-Wert von 2, wie die neueren Untersuchungen, die also von einer kurzen Generationslänge ausgehen, ja jetzt suggerieren. Ja. Wenn wir diese Zahlen annehmen und ich nehme solche Modellierungen an, also ich gehöre nicht zu denen, die sagen, Modellierungen sind Quatsch,
dann muss man ja sagen, man kann den, der sich vor Symptombeginn schon infiziert, an demjenigen, der vor Symptombeginn infektiös ist. Mhm. Das kann man nicht verhindern, aber man kann die Kette verhindern, die von dem startet, der nach Kontakt ist. Ja. Also, ja. Dazu muss aber ja ein symptomgerichtetes Contact Tracing fast 100% effizient sein. Mhm. Und das ist es nicht, das wissen wir ja. Und darum muss man da die Effizienz steigern, durch elektronische Hilfsmittel und durch Personal. Also vielleicht auch temporär eingesetztes Personal, das hilft, bestimmte Dinge zu erledigen, Teste zu machen, also Corona-Taxi, so wie in Heidelberg es das gibt. Mhm. Oder auch, dass eben die Bundeswehr prinzipiell breitflächig so eine Art Service-Dienstleistung macht. Vielleicht nochmal aus Ihrer Sicht. Was sagst du dazu, Gérard? Ja, genau. Genau, also wir hatten gerade, warst jetzt leider nicht dabei, wir hatten gerade gesagt, dass wir, wenn das neue Modul für SORMAS jetzt aktiv wird und wenn das flächendeckend in Gesundheitsämtern verfügbar ist, kann man mich hören, weil ich habe gerade so ein Problem. Ja, hervorragend, ja. Dass das ganz stark Personalaufwand reduziert, weil dann die Kontaktpersonen selber das Gesundheitsmonitoring machen. Diese Problematik, dass man dann nur die Hälfte der erwischt, das ist richtig, das sehe ich ganz genauso. Das ist eine riesen Herausforderung. Zum Glück ist das Kontaktpersonenmanagement ja nicht das einzige Instrument. Aber das kann man, glaube ich, ganz massiv optimieren, wenn man da mit Technologie noch dran geht und den Personalaufwand ganz massiv reduziert. Und ich möchte noch zu bedenken geben, dieser Bedarf nach einem Messwert oder nach einem Referenzwert, ab wann man lockern kann und so weiter, das sehe ich für problematisch. Das sind mehrere Sachen, die man gleichzeitig anschauen muss. Mhm. Wir haben nicht nur das Problem, wie richtig beschrieben, dass wir in Deutschland verteilt unterschiedliche Situationen haben über die Zeit, sondern auch über die Altersgruppen verteilt. Bei uns sieht man jetzt, das Robert-Koch-Institut ist übrigens da im Vergleich zu anderen nationalen Instituten deutlich präziser in der Darstellung, weil sie nämlich altersbezogen und die Daten darstellen. Und da sieht man, dass wir am Anfang, wenn man 2 Wochen zurückgeht auf ein Dashboard, dann sieht man, dass da ganz viele Leute unter 50 oder die meisten unter 50 bezogen auf die Bevölkerung infiziert waren. Und das ändert sich jetzt gerade. Das heißt, die Epidemie wandert nicht nur geografisch, sondern die wandert auch in den Altersgruppen, jetzt in die älteren Altersgruppen rein. Und das ist ja das, was auch für uns relevant ist. Das Netzwerk der Intensivmediziner, die haben ja eine sehr schöne Erfassung der belegten Intensivpatienten, Entschuldigung, der belegten Intensivbetten. Und das wird jetzt auch noch verbessert. Da kann man dann, und das ist für mich der eigentlich maßgebliche Faktor, die Fallzahlen sind gar nicht so interessant, sondern wie viele Menschen können wir versorgen? Oder wo kommen wir an die Grenzen dran? Und das ist allerdings, wie Christian Drosten schon richtig sagte, natürlich nur mit Zeitverzug. Erstens, weil die erst einer gewissen Latenz auf die Intensivstation kommen. Und zweitens, weil sie dann, sind sie erstmal auf der Intensivstation sind, diesen Platz auf der Intensivstation 2, 3 oder 4 Wochen belegen. Und das gibt dann sozusagen eine gewisse Herausforderung, dass man das mit vorplanen muss und mit vordenken muss, wann kommt man in den Bereich rein, wo zum Beispiel hier in Hannover dann die Kapazitäten vielleicht auch an die Grenze kommen könnten und sie erstmal keine Patienten von woanders brauchen, weil sie erwarten müssen, dass sie in wenigen Tagen selber so viele eigene Patienten dazu bekommen. Die Frage hatten wir nämlich auch gerade, also wie wichtig ist eigentlich, die Intensivstationen zu beobachten, hatten wir hier in unserem Chat auch schon, das haben Sie ja damit schon hervorragend. Das ist sehr, sehr wichtig und da wird auch ganz viel gemacht, da gibt es ein gutes Netzwerk und das wird gerade nochmal überarbeitet, genau, das wird gerade überarbeitet und wird dann nochmal wesentlich leistungsfähiger und in einer höheren Auflösung Daten präsentieren. Mhm. Ich scroll gerade hier schon mal durch, es sind unfassbar viele Fragen übrigens, die hier reinkommen, also vielen Dank schon mal an die Journalisten da draußen. Vielleicht können wir noch mal eben kurz zurückgehen auf diese präsymptomatische Infektion von weiteren Fällen. Die würden wir aber doch durch Contact Tracing, also wenn ich das richtig verstanden habe, zumindest in der zweiten Generation ja durch Isolierung kappen können. Also wenn wir sagen, in dem BMI-Paper zum Beispiel vom Bundesinnenministerium stand drin, wir sollen Contact Tracing, also alle Kontakte von Infizierten innerhalb von 24 Stunden finden, dann wäre es sehr gut. Also mit mehr Testkapazität etc., also diese Voraussetzungen, die wir vorhin schon besprochen haben. Sind 24 Stunden realistisch? Ich meine, dann hätten wir ja eben noch nicht die infektiöse Phase der Kontakte und wenn wir sie dann isolieren würden, wäre da die Infektionskette gestoppt.
Also ich weiß nicht, wie du es siehst, Gerard, aber ich finde, man kann nicht alle Kontakte einfach isolieren. Also Menschen haben viele Kontakte und man kann nicht nur, weil man jemanden getroffen hat für eine gewisse Zeit, gleich isoliert werden. Mhm. Also ich denke schon, dass da ein Zusatzkriterium dazu muss. Okay. Ja, wir hatten das gerade vorhin diskutiert. Ich hatte beschrieben, dass es verschiedene Kriterien für unterschiedliche Intensität von Kontakten gibt und dass man das zum Maßstab machen muss, wen man wie intensiv nachverfolgt. Ich glaube, 24 Stunden aus meiner Sicht ist das gar nicht so unmöglich, wenn das, was wir vorhin diskutiert haben, erfüllt ist, dass nämlich die richtigen Leute schnell getestet werden und die Leute, die nicht so wichtig sind, später getestet werden. Und damit meinst du, Gerard, damit meinst du Risikogruppen oder Hochrisikoexponierte? Ich meine in diesem Zusammenhang, dass erstmal Leute aus Patienten aus klinischer Sicht, also Leute, die einen Verdacht haben, wo sie Beschwerden haben, wo man klären muss, haben sie die Krankheit oder nicht. Die müssen mit alleroberste Priorität sein. Das ist ja klar. Mhm. Uns ist das klar. Ich weiß nicht, ob das jedem klar ist. Das Bedürfnis von vielen besorgten Menschen, sich doch auch testen zu lassen, ist ziemlich groß. Oder manchmal auch Firmen, dass sie also regulär als Screening-Maßnahme Tests machen, ist ziemlich groß. Und das ist in Ordnung, solange es nicht dazu führt, dass Patienten oder Verdachtspatienten in der Reihenfolge, in der sie drankommen, nach hinten geschoben werden. Mhm. Ich hatte gerade, wo ist sie jetzt hingerutscht hier? Gerade hatte ich noch eine Frage, die wichtig war. Ach so, genau, zu den Risikogruppen nochmal, Herr Drosten. Sie hatten in Ihrem Podcast da schon ein bisschen was zu erzählt aus Ihrer eigenen Studie aus dem Cluster aus München, die ja jetzt derzeit, glaube ich, im Review liegt, wenn ich das richtig sehe. Könnten Sie da nochmal auf die Attack Rates eingehen und sagen, wie Ihre Erfahrungen damit sind? Also wer wird denn eigentlich angesteckt? Also wie hoch muss der Kontakt sein? Wir hatten gerade das RKI-Kriterium von 15 Minuten Face-to-Face-Kontakt, aber vielleicht können Sie da Ihre Studienergebnisse nochmal darstellen. Ja, aber das Problem dabei ist immer, das sind ja immer gleichzeitig Beobachtungen und Interventionen. Ne? Also eine richtige Attack Rate kann man ja eigentlich nur beobachten, wenn das ein unmodifiziertes Ereignis war, wo also nicht jemand dazwischen ging und gesagt hat, jetzt ist Quarantäne und jetzt wissen man muss einen Fall isolieren, sondern wo man einfach im Nachhinein nachschaut, wer hat sich denn infiziert. Und so eine Situation gab es nicht in München. Da wurde ja gleichzeitig eine Intervention durchgeführt. Mhm. Und also man kann da schon sagen, da haben sich also wahrscheinlich die beste Zahl, weil es einfach am meisten Teilnehmer sind, da haben sich ungefähr 5% der Arbeitsplatzkontakte infiziert. Aber man hat es nicht so richtig klassifiziert nach Hochrisiko. Also das kann man genau nicht sagen in dieser Studie. Es war mehr in welchem Umfeld quasi. In welchem Umfeld quasi ist eher das Kriterium da gewesen? Ja, also was da eben gemacht wurde, ist, also man hat schon sich vorgenommen, man will diese 5 Minuten Face-to-Face-Kontakt als Kriterium nehmen für Hochrisiko, aber dann hat man am Ende eben doch gesagt, okay, alle, die hier sind, kriegen jetzt ein PCR. Okay, alles klar. Dabei hat man dann noch zusätzliche Fälle gefunden. Und gleichzeitig war das aber unter dem Eindruck, dass man den Ausbruch in der Firma hat und dass man die schon bekannt Positiven rausnimmt und zu Hause isoliert. Und unter diesen Umständen haben sich eben über eine Zeit von, ich glaube, 2,5, 3 Wochen 5% infiziert. Aus dem Haushalt? Also aus der Firma. Aus der Firma, okay, genau. Das muss man auch sagen, da sind dann aber auch noch ein paar private Sozialkontakte mit eingerechnet. Genau. Mhm, okay. Und deswegen ist das relativ schwer jetzt zu sagen, aus dieser Münchner Studie ergibt sich Folgendes. Ja. Okay. Also man kann vielleicht sagen, aus verschiedenen Studien ergibt sich so der Eindruck, dass eine sekundäre Attack Rate bei dieser Erkrankung irgendwo im Bereich von 15% liegt, plus minus 5% oder so. Siehst du das auch so, Gerard? Ist das auch deine Einschätzung? Na, überhaupt, das R0 ist eigentlich mehr Ausdruck der gesellschaftlichen Lebensweise als des Pathogens. Ja. Und ist deswegen unglaublich variabel, sowohl von Gesellschaft zu Gesellschaft. Also wenn wir jetzt zum Beispiel Südeuropa denken, wo man sich begrüßt mit einem Wangenkuss, mag möglicherweise einen ganz anderen Einfluss auf die Dynamik gemacht haben, als jetzt in den nördlichen Ländern, wo man das nicht tut. Um nur ein Beispiel mal zu nennen. Wenn Sie jetzt aber sagen, okay, die R0 ist sowieso sehr abhängig quasi von, also wie wir leben im Endeffekt, ist es mehr dafür. Deswegen sieht man ja auch, okay, jetzt gerade geht sie ja auch runter, wenn man also die effektive R0 nimmt. Wir sind, glaube ich, bei 1,3 laut RKI-Bericht gestern. Was würden Sie denn sagen,
an beide gerne, ist eine Frage hier von einer Journalistin. Welche Maßzahlen oder Fakten, auf welchen sollen denn Politiker jetzt ihre Entscheidungen basieren? Also null ist es ja dann jetzt irgendwie, ist jetzt gerade ja aussagekräftig für, okay, wie gut wirken die Maßnahmen, aber ist das jetzt die Maßzahl, auf die Entscheidungen basiert werden sollen, oder ist es vielleicht doch eher Anzahl Infizierte, Intensivbetten, würden Sie da einmal so ein Bundle, worauf sollen Politiker achten und die Maßnahmen nach beschreiben? Also ich würde denken, dass wirklich alles Entscheidende ist, wie weit sind wir in der Lage, ist das Gesundheitssystem in der Lage, das Patientenaufkommen in guter Qualität zu bedienen oder zu managen, das heißt die Versorgungskapazität. Wann ist die erschöpft oder wann deutet sich an, dass sie erschöpft sein wird? Und die wiederum ist ja auch nicht statisch, weil jetzt ganz viel unternommen wird. Das heißt, es ist wirklich ein relativer Begriff und der ist auch wieder örtlich unterschiedlich. Und das ist eigentlich das, worum wir uns ja Sorgen machen, dass Menschen daran schwer erkranken oder möglicherweise sogar versterben. Das ist ja das, was für uns relevant ist, wie viele dann nebenbei möglicherweise, also meisten ja möglich eher harmlos erkranken, Bild, die interessieren ja. uns eigentlich nicht. Ja. Kann man denn sagen, wir haben es vorhin schon auch angesprochen, Herr Drosten, wir machen ja ziemlich viel auf einmal und alles wirkt sich aufeinander aus. Es ist ja einfach total mehrfaktoriell, was wir tun und auf was sich das auswirkt. Mhm. Aber haben wir Evidenz dazu, wie gut jetzt jede einzelne Maßnahme geholfen hat, sage ich mal, in der Eindämmung der Pandemie? Haben wir da irgendwelche Aussagen zu? Weil wir haben ziemlich viel auf einmal gemacht. Also es ist wahrscheinlich schwierig. Ja, genau so ist das. Also ich kann da auch nur wiedergeben, was Modellrechnungen sagen. Und ich habe da jetzt auch die Zahlen nicht im Kopf. Also ich kann nicht sagen, dass ich alle Modellierungsstudien parat habe. Aber es gibt Modellierungsstudien, die geben bestimmte Effizienzen an für bestimmte einzelne Maßnahmen und auch für Kombinationen aus Maßnahmen. Und da kann man natürlich schon sagen, Man kann das nochmal rechnen, wenn man eine bestimmte Maßnahme rauslässt. Mhm. Aber das ist ja auch eben so bei diesen Modellierungsstudien. Diese Studien, die da publiziert werden, sind Anwendungsbeispiele auf einen bestimmten Fall. Aber das Modell steht und ist weiterhin zur Verfügung. Und das kann man jetzt anwenden, zum Beispiel auf bestimmte Situationen in einem deutschen Bundesland. Mhm. Dann eine Entscheidung, sagen wir mal, zumindest projizieren. Aber die Vorstellung, dass man jetzt irgendwie in der Pressekonferenz eine Zahl nennt, und dann kann der Politiker die irgendwo anders ablesen und dann wird eine Entscheidung getroffen, die ist einfach komplett falsch. Ja, ich glaube eher, dass es so darum ging, was soll man sich so generell angucken, nicht also diese eine Zahl und dann basiere ich darauf, sondern eben, was sind die wichtigen Maßzahlen, auf die sich... Also ein generelles Prinzip zum Beispiel aus der Studie von dem Neil Ferguson, die wohl dazu geführt hat, dass in England dann doch relativ schnell auch Sozialdistanzierungsmaßnahmen eingeführt wurden. War ja der Beitrag von Schulschließungen. Und da wurde im Prinzip gesagt, Schulschließungen alleine bringen gar nicht so viel zusätzlich. Aber die Schulschließungen sind das entscheidende Mittel als Kombination mit anderen Distanzierungsmaßnahmen. Okay. Also man muss die Schulschließungen unbedingt kombinieren. Ja. Ich würde nochmal einen neuen Block aufmachen, um nochmal ein bisschen so in unserer Fragestellung zu bleiben. Weil man kann natürlich mit Ihnen beiden auch hervorragend alles diskutieren, was Corona angeht. Ich würde nochmal auf die Immunität zu sprechen kommen. Da sind einige Fragen dazu. Erstens sollen ja eben Antikörper, also spezifische auf SARS-CoV-2-Antikörpertests eben entwickelt werden. Herr Krause, Sie sind dabei. Und hier kommt eine Frage rein, wie denn die Studie, die Sie planen mit RKI Charité, vielleicht können Sie auch den Status gleich nochmal sagen, Sie versuchen ja eben das Blut von 100.000 Menschen zu untersuchen, um mehr über die Immunität zu erfahren. Also wie hoch ist der Titer quasi, wie viel Immunität ist vorhanden, in welchem Zeitraum entsteht die? Und die Frage ist eben hier, ob Sie zum Studienstand etwas sagen können und was genau das Ziel aus Ihrer Sicht der Studie ist und wann mit Ergebnissen zu rechnen ist. Okay, ich kann hier nur, ich gebe mal wieder, was ich weiß, denn es sind ja viele Aktivitäten von vielen Gruppen. Das ist ja natürlich, nicht alles nur hier von uns. Und tatsächlich in Heimsberg und in München und auch in Tischenreuth sind ja schon Studien unterwegs. Das Robert-Koch-Institut wird, glaube ich, in wenigen Minuten oder Stunden auch nochmal verkünden, dass es da Studien plant und aktivieren wird. Da sind wir auch in enger Absprache. Das sind also viele Gruppen, die unterschiedliche Aspekte bearbeiten. Und das ist auch völlig in Ordnung, weil es ja viele verschiedene Fragen gibt. Insgesamt wird man dann mit diesen ganzen Studien wahrscheinlich so auf ungefähr 100.000 Probanden kommen. Wenn die Nachhaltigkeitsstudie noch dazukommt, wenn das gelingt, dann werden es nochmal deutlich mehr.
was ist jetzt das Ziel dieser Studien? Also Testentwicklung, da äußert sich dann Christian drüber. Das ist nicht meine Kompetenz, aber das Ziel dieser Studien kann unterschiedlich sein. Das eine ist, dass man sich anguckt, wie ist die Übertragung im Haushalt, wie entwickelt sich das über die Zeit in einem Individuum oder bei mehreren Individuen, wie lange hält der Antikörper an, wie lange kann man den noch nachweisen. Das sind alles wichtige Fragen. Der Fragenblock, der mich jetzt besonders interessiert und um den wir uns vor allen Dingen kümmern und auch das Robert-Koch-Institut, ist mehr die Frage, wie hoch ist der Anteil der Bevölkerung, die schon Antikörper haben? Wie steigt dieser Anteil an? Wir gehen im Moment davon aus, dass er noch sehr niedrig ist, aber wir werden es erst wissen, wenn wir es gemessen haben. Und die Herausforderung hierbei ist, dass man, wenn man zu früh anfängt zu messen, dann kommt man in einen Messfehlerbereich rein, den derzeit verfügbaren Tests, dass man das nicht gut interpretieren kann. Also man darf zum einen nicht zu früh messen, anfangen zu messen, sondern man muss warten, bis eine gewisse Prävalenz, also bis ein gewisser Anteil in der Bevölkerung überhaupt erwartet werden kann. Das zweite ist, man muss ausreichend Probanden pro Bevölkerung messen. Also die absolute Zahl ist nicht relevant, sondern die Zahl pro Einwohner. Also in einem Landkreis von so und so vielen Einwohnern muss man eine ausreichend hohe Zahl von Probanden haben, die in einem kurzen Zeitfenster getestet werden. Das ist auch wichtig. Wenn man über anderthalb Jahre oder ein Jahr lang testet, habe ich auch wieder nicht die statistische Aussagekraft. Und das zusammen führt dazu, dass wir jetzt mit unseren Berechnungen davon ausgehen, dass in den jetzt schon geeigneten Landkreisen, die also vermutlich ausreichend hohe Prävalenz haben, dass wir da mindestens innerhalb von 3 Wochen oder so 4 Wochen mindestens 3.000 Probanden testen müssen. Und das ist wichtig, dass diese Probanden nicht freiwillige Probanden sind, die sich irgendwie selber melden oder sonst irgendwelche Vorauswahlen sind, also auch keine Patienten sein oder kein einzelnes Personal. Und das müssen wirklich nach dem Zufallsprinzip in der allgemeinen Bevölkerung ausgewählte Menschen sein, die wir nach dem Zufallsprinzip aussuchen und sie dann einladen zu kommen. Mhm. Diese 3 Prinzipien sind ganz wichtig in der Methodik, sonst kann man das nachher nicht vernünftig interpretieren. Mhm. Super. Um beim Antikörpertest zu bleiben, Herr Drosten, wie weit sind wir denn da? Hier kommen jetzt Fragen rein zu, wie hoch ist die Sensitivität und Spezifität der bisher erhältlichen Serotests? Was messen die eigentlich? Haben wir schon einen spezifischen SARS-CoV-2? Vielleicht können Sie da einmal den Wissensstand wiedergeben. Ja, es gibt ELISA-Teste von mehreren Firmen. Und ja, die Sensitivität ist schon gut. Es gibt aber ein paar Patienten, die relativ spät serokonvertieren. Normalerweise kann man aber sagen, im Laufe der 2. Woche entstehen die Antikörper bei den allermeisten Patienten. Es gibt noch nicht so richtige, klare Prozentigkeiten. Die müsste man zu bestimmten Testen nehmen, aber die liegen eindeutig über 90%, über 95%, wenn man zu einem bestimmten Zeitpunkt schaut. Wenn man noch später schaut, dann werden die noch höher. Also es gibt einfach Patienten, die relativ spät serokonvertieren, das sind aber Einzelne. Das ist kein analytisches Sensitivitätsproblem der Teste, sondern eben, das ist eine Eigenschaft dieser Erkrankung. Ja. Und die Spezifität ist natürlich schon so ein bisschen ein Problem. Also man kann zum Beispiel sagen, bei dem einen Test, der viel in Deutschland verwendet wird, der kommt auch von einer deutschen Firma, da ist die, ich glaube, wird auch in der Heinsberg-Studie verwendet, hat er, glaube ich, gesagt, der Henrik Strick. Mhm. Da sind 2 Teste drin. Der eine ist für IgG und der andere ist für IgA. Und wenn man die jeweils testet an so Bevölkerungsgruppen, die jetzt nicht gerade eine Infektion hatten, also zum Beispiel an Blutspendern, dann sieht man, dass der IgA-Test schon bei fast 10% der Fälle ein Signal gibt, das nicht echt ist. Und der IgG-Test bei ungefähr 2% der Fälle. Und wenn man eine Population testet von Leuten, die jetzt gerade vielleicht noch erkältet waren, also jetzt im Moment sind wir ja gerade, sagen wir mal, einen Monat nach dem Ende der Erkältungssaison, da werden es noch mehr sein, die auch im IgG-Bereich ein Signal haben, dass man nicht dann mit anderen Labortesten bestätigen kann. Also 3%, 4% müssen einen da gar nicht überraschen. Das heißt, mit anderen Worten, es geht hier nicht darum zu sagen, in einer Studie hat man den ELISA genommen und der hat so eine Spezifität und Sensitivität, sondern es geht darum, eine ELISA-Reaktivität ist nur eine Reaktivität und keine Diagnose. Wir müssen aber auf der Basis von Diagnosen die Studien machen. Und die Diagnose im Labor, im virologischen Labor, bedeutet, dass man zusätzlichen Bestätigungstest machen muss, zum Beispiel einen Neutralisationstest, der dann doch
sehr geeignet ist, um das noch weiter einzuengen. Und dann ist man bei geringeren Falsch-Positiv-Raten. Vielleicht direkt dazu, weil Sie auch gerade schon von der Studie von Herrn Streeck gesprochen haben. Angeblich seien dort bereits 15% der Menschen in den stark betroffenen Regionen seropositiv. Das ist das, was er irgendwie in den letzten Tagen schon mal nach außen gegeben hatte. Was genau heißt das also? Und wie sind diese Daten mit Blick auf die Gesamtsituation in Deutschland zu beurteilen? Also ich hab mir gerade diese Pressekonferenz angehört auf Phoenix und ich kann daraus nichts ableiten. Ja. Also da wird einfach zu wenig erklärt. Also was man nicht versteht, also die sagen, es sind wohl, glaube ich, 14% Immunglobulin positiv. Also man weiß noch nicht mal, ob IgG oder IgA damit gemeint ist. Ich hoffe, es ist nicht das IgA dabei, denn dann wären das praktisch alles falsch positive. Und gut, dann weiß man aber auch nicht, ob zum Beispiel diese Patienten, die da untersucht worden, das sind 500 Leute in 200 Haushalten, die wurden untersucht. Und darüber wurde die Pressekonferenz gemacht. Und da hat man also bei 14% Immunglobulin gefunden mit einem Test. Das sind ungefähr 70 Patienten. Und jetzt wissen wir aber gar nicht, ob die vorher schon bekannt PCR-positiv mal gewesen waren oder ob man sich ausgerechnet welche rausgesucht hat, absichtlich, die nicht vorher infiziert waren, und zwar die vorher schon mal getestet waren. Also das ist ja im Prinzip eine Dunkelziffer. Also man hat jemanden, der war schon mal getestet oder der war hochverdächtig, infiziert zu sein. So hat man das aber, glaube ich, nicht ausgelegt. Ich glaube, das ist ein Zufallspopulationssample, wenn ich das richtig verstanden habe, aber das war alles so ein bisschen vage. Und wenn es ein Zufallspopulationssample ist und wenn das technisch auch alles stimmt, also wenn das wirklich 14% sind und das sind echte, sagen wir mal, Diagnosen und nicht nur Reaktivitäten, dann muss man als nächstes fragen, wie viel in der Bevölkerung dort denn nach der PCR-Untersuchung vorher auch schon bekanntermaßen sich infiziert haben. Und das war auch in der Pressekonferenz nicht klar. Das wurde gefragt, aber da gab es keine Auskunft dazu. Aber das muss man ja wissen. Man muss ja wissen in der Studienpopulation, wie viel war über die exzessive PCR-Testung denn auch schon vorher bekannt infiziert. Und dann muss man die Differenz bilden. Und ich weiß nicht, wie das rauskommt. Keine Ahnung. Also eine Info noch, es ging um IgG, also es ging nur um IgG, hat jetzt gerade ein Journalist nochmal hier in den Chat reingeschrieben, also nur so, es bezog sich auf IgG, die Ergebnisse, die er genannt hat. Das habe ich in der Pressekonferenz nicht gehört. Okay, ja, also das. Da wurde nur Immunglobuline gesagt und IgA sind auch Immunglobuline. Das ist durchaus richtig, ja. Ich sehe noch ein anderes Problem. Ich sehe noch ein anderes, das vielleicht fast quantitativ noch stärker ist. Ich weiß es nicht, weil ich die Studie nicht kenne, aber es ist eine Haushaltsstudie gewesen. Genau. Ich nehme an, dass alle Mitglieder aus dem Haushalt getestet worden sind. Das kann man so machen, aber dann darf man keineswegs alle Ergebnisse nehmen und in Prozent umrechnen, sondern darf man allenfalls pro Haushalt nur eine Person nehmen. Richtig. Und das, die Verteilung auf die Haushalte wurde auch nicht aufgeklärt. Also man kann wirklich aus dieser Pressekonferenz gar nichts ableiten. Und es ist ja normalerweise eben auch so, dass wissenschaftliche Daten erstmal zumindest in Form von einem wissenschaftlichen Manuskript geschrieben werden, selbst wenn das noch nicht begutachtet ist, müsste ja zumindest mal so in Manuskriptform eine Datenzusammenfassung präsentiert werden, bevor man damit an die breite Öffentlichkeit geht und auch an die Politik. Sonst ist das einfach so eine Situation wie jetzt, dass man einfach nichts weiß. Nichts Genaues weiß man nicht. Danke auf jeden Fall für diese Einschätzung. Dazu zu den Antikörpertests nochmal kommt die Frage, wer soll denn künftig, also angenommen, wir haben dann sehr gute Antikörpertests, wer soll denn künftig mit diesen Tests getestet werden, also so generell? Und wer soll auf Infektion getestet werden? Also eben nochmal diese zwei verschiedenen Tests, die wir eben gerade haben, PCR und Antikörper. Wer soll welchen bekommen? Ich glaube, das liegt ganz erstmal daran, wie viele Teste überhaupt verfügbar sind. Mhm. Also ich kann jetzt eine lange Exegese hier von mir geben, aber also prinzipiell ist das so, dass wir jetzt im Moment wahrscheinlich 500.000 Teste in der Woche machen können, aber das wird nicht so bleiben, glaube ich, weil die Konkurrenz um Reagenzien immer stärker wird und wir, glaube ich, nicht mehr so bevorzugt beliefert werden in Deutschland. Da sind andere europäische Länder, die auch sich aus demselben Markt bedienen. Und auch die USA kommt dazu. Und es könnte also sein, dass wir weniger PCR testen können als mehr in nächster Zeit. Und dann muss man es natürlich ganz gezielt ausrichten. Und dann muss man gucken, wo ist man? Also wenn man im Krankenhaus ist zum Beispiel, da will man schon
bei bestimmten Risikopatienten vielleicht auch nicht nur einen PCR-Test haben, sondern eine Verfolgung der Viruslast. Man will natürlich bei Mitarbeitern wissen, wer infiziert ist. Dazu braucht man erstmal die PCR. Aber auch mehrfach dann wahrscheinlich, ne? Also so ein bisschen, also im zu bleiben genau. Bei Betreuenden, ja. Aber auch in Altenheimen, weil man wird immer so von, vielleicht kann ich das nochmal eben zwischenschieben, weil Altenheime ist ja gerade eben so das Problem, wie wir gerade schon gesagt haben, es geht jetzt in die ältere Bevölkerung, gerade da sieht man Hotspots. Also auch da sollte Personal, ich sag mal, durchgetestet werden, häufiger. Ja, also da ist es natürlich jetzt so, eine Uniklinik ist näher am Labor als ein Altenpflegedienst. Ja, und deswegen wird es natürlich so sein, dass Klinikpersonal erstmal bevorzugt mit diesen laborbasierten Methoden getestet wird. Und wir können natürlich auch darauf hoffen, dass in einer Zeit von 2-3 Monaten auch einfache, simple Antigenteste auf den Markt kommen, die so aussehen wie ein Schwangerschaftstest, so wie die jetzigen Antikörperteste, die sehr durchwachsene Qualität haben. Manche sind gut, manche sind ziemlich schlecht. Und da werden also auch Antigenteste irgendwann verfügbar sein. Und wenn die nicht exzessiv teuer sind und wenn die verfügbar sind in großer Zahl, dann könnte man natürlich überlegen, ob zum Beispiel auch bestimmte Mitarbeiter in Patientenkontakt, auch bei Pflegediensten, sich vor Dienstbeginn alle 2 Tage oder so selber testen. Sowas ist schon denkbar. Mhm. Da muss man die Entwicklung des Marktes abwarten. Das ist gar keine medizinische oder technische Diskussion, sondern eine Marktdiskussion, die gar nicht in unserer Hände liegt. Und mit den Antikörpertesten ist das eben so, also ich glaube, diese Diskussion um Immunität, ja oder nein, die kann man vielleicht dadurch abkürzen, dass man sagt, ein positiver Antikörpertest, wenn der technisch vernünftig ist, der sagt zumindest mal aus, dass man die Infektion durchgemacht hat. Und zwar vor allem in der jetzigen, demnächst kommenden Zeit, wo nicht mehr so viele kreuzreaktive Coronavirus-Erkältungen in der Bevölkerung vorkommen, weil die Erkältungssaison vorbei ist, umso besser wird der prädiktive Wert von dem Test. Und dann kann man natürlich schon sagen, das ist eine Person, die die Infektion schon hinter sich hat. Und ob da jetzt eine wirkliche Immunität ist oder ob man danach nochmal infiziert werden kann, dann aber wahrscheinlich mit einem deutlich milderen Verlauf und einer deutlich geringeren Virusausscheidung, das wäre mir jetzt erstmal aus arbeitsmedizinischer Sicht egal. Und dann würde ich eben sagen, also ein Signal in so einem Schnelltest, wenn der evaluiert ist, oder auch in einem laborbasierten ELISA, das ist ein Signal, dass die Infektion überstanden ist. Und damit kann ich diese Person in eine andere Kategorie setzen und sagen, hier ist sicherlich von dieser Person kein Übertragungsrisiko erstmal ausgehend. Und wahrscheinlich wird sich diese Person auch gar nicht mehr infizieren. Und diese Person bräuchte dann auch keine PCRs. Richtig, genau. Das heißt, es ist wie so eine Pandemie nicht mehr. Ne? Im Endeffekt ist es wie so ein... Da wäre ich schon so mutig zu sagen, okay, ab jetzt kriegt diese Person vielleicht irgendwie den grünen Arm reif. Ein Stempel quasi in den Pass. Ja, irgendein Sticker in den Personalausweis oder was auch immer, in den Arbeitsausweis. Also so bei Unikliniken, wo man so einen Dienstausweis trägt, kann ich mir vorstellen, dass da ein elektronisches Signal reingeht, sodass solche Personen dann bestimmte Frontline-Bereiche oder bestimmte Intensivstationen ohne große persönliche Schutzausrüstung bedienen dürfen. Oder die können zum Beispiel an Rezeptionsschaltern sitzen, ohne sich total zu vermummen. Also dieses Rekrutieren von bestimmten schon exponierten, also schon durchgemachten Personen, das finde ich total sinnvoll und dieses Kriterium muss man ja nutzen. Aber wer genau wird dann, also erstmal beschränken wir es aufs Personal, was eben wichtige Strukturen bedient, sagen wir mal so, ne? Weil wir können ja auch nicht komplett durch. Das Mikromanagement dieser Situation haben alle Krankenhäuser selbst in der Hand und das also muss man denen auch Personal, lassen. Ja. Nee, genau, also wir sind ja auf der Personalebene. Arbeitsmediziner und so weiter. Genau, ich war noch mal bei der übergeordneten Frage, wer soll denn damit getestet werden? Also wir sind erstmal... Primär Gesundheitspersonal. Genau, also... Primär Gesundheitspersonal und wenn man dann noch Kapazitäten hat, kann man sich natürlich dann auch anschauen, dass man, was weiß ich, Busfahrer, Polizisten und so weiter, also Leute, die exponiert sind und trotzdem für die Infrastruktur sehr wichtig sind, die aufgrund ihrer Arbeitsbedingungen eben nicht ohne weiteres Distanzmaßnahmen einhalten können. Genau. Und dann ist natürlich ein Virustest, also wenn jetzt demnächst, und ich gehe da fest von aus, dass also wirklich in den nächsten Monaten auch einfache Antigenteste verfügbar werden. Und weil das Virus sehr
repliziert im Rachen, also sehr aktiv, da ist viel Virus, glaube ich schon, dass diese Teste auch Virus nachweisen können. Wenn solche Teste verfügbar sind, dann kann man die auch an sich selber anwenden, bevor man die Großeltern mit den Kindern besucht. Mhm. Ja, dann werden die Kinder und also wird die ganze Familie getestet und dann kann man auch bestimmte Kontaktmaßnahmen innerhalb der Familie außer Kraft setzen, temporär. Und ne, also müssen wir nochmal, ich glaube, damit wir nicht Verwirrung erzeugen, wenn ich als Zuhörer jetzt gerade, also die PCRs sagen ja nur eine Momentaufnahme aus. Ja, genau. Die sagen nur, was gerade ist und was vielleicht für die nächsten Stunden noch hält, ja. Weil jederzeit eine neue Infektion stattgefunden haben kann oder neuer Nachweis kommen kann. Bei den Antikörpernachweisen, das ist jetzt schon nochmal wichtig zu sagen, das ist erstens ein Blick nach hinten. Und zweitens für eine gewisse Zeit auch einen Blick nach vorne. Wir wissen jetzt noch nicht so genau, wie lange die Antikörper nachweisbar bleiben werden und so weiter. Aber das war noch eine Frage. Weiß man wirklich nicht genau? Weil, also klar, für die SARS-CoV-2 noch nicht, aber haben Sie da vielleicht einen Richtwert oder was man so evidenzbasiert glaubt von anderen Coronaviren, wie lange die Antikörper bleiben? Christian, das kannst du beantworten. Nochmal. Ich wollte nicht, dass sorry, ich hab hier gerade nebenbei in dieser Textspalte gelesen. Und ja, ist ja spannend. Gerade erst entdeckt. Ich war ein bisschen verwirrt. Wie lange die Antikörper halten, also wie lange die Immunität quasi hält, war vorhin auch noch eine Frage. Vielleicht können wir also die Antikörper, ja, also es ist tatsächlich so, wir sehen bei den ersten Patienten aus der Münchner Kohorte jetzt schon wieder die Antikörper verschwinden. Die einfachen nachweisbaren Antikörper. Das heißt aber jetzt nicht unbedingt, dass die Immunität verschwindet. Mhm. Das wird also die haben auch trotzdem ein Immungedächtnis und die haben auch noch zelluläre Immunität. Und natürlich verschwindet auch nicht bei allen der Antikörper, sondern genauer gesagt im Moment bei 2 von 9. Und der ist auch noch da, aber der wird deutlich immer weniger. Und das ist jetzt mal gerade, wie lange ist denn das jetzt her? Die sind infiziert worden Ende Januar und jetzt haben wir bald Mitte April. Also das ist keine lange Zeit. Wir wissen auch bei Erkältungskoronaviren, dass man sich alle paar Jahre wieder mit demselben Virus infiziert, aber nicht alle paar Monate. Okay. Ich muss, glaube ich, so ein bisschen. Wir haben nämlich schon 13.02 Uhr. Ich habe trotzdem so eine richtige Abschlussfrage, habe ich nicht, aber wir kommen nochmal aufs Oberthema zurück. Vielleicht könnten Sie dazu beide nochmal eben was sagen. Und zwar ging es ja viel um die Testkapazität. Wie viel brauchen wir denn? Wie viel können wir denn? Und hier kommt noch die Frage rein, sollte man eben die Testkapazität wirklich eher auf die Einwohnerzahl beziehen oder eher auf die Anzahl der Infektionen, die wir haben? Weil Südkorea wird immer wieder als Beispiel genommen, die haben das irgendwie super gelöst mit sehr viel Testen und dort haben sie eben auf 10.000 gefundene Fälle 500.000 Tests gemacht. Wir haben in Deutschland aber jetzt erst 1,3 gemacht auf 113.000 Fälle. Also da ist durchaus ein Ungleichgewicht, wenn man jetzt Südkorea als Vorbild nimmt. Und ich frage mich da eben auch, wie aussagekräftig ist denn diese Zahl Fälle zu gemachten Tests? Also was sagt mir dieses Verhältnis aus und wo müssten wir dahin und schaffen wir das? Das vielleicht von beiden nochmal eben als Abschlussfrage. Herr Krause, würden Sie vielleicht anfangen? Uff. Ich glaube, da liegt ein Missverständnis dahinter. Also wir müssen erstmal, wir reden jetzt hier von PCR-Tests, ja? Das wird das nicht durcheinanderbringen. Ja, ich habe nämlich so ein bisschen den Verdacht, dass die Frage sich auf die serologischen Tests bezog. Da macht es nämlich ganz definitiv Sinn, das auf 100.000 Einwohner runterzubrechen. Bei den PCR-Tests ist es ja so, dass es erstens beides Sinn macht. Also, aber es kann nicht sein, dass es wichtig ist, man macht möglichst viele Tests pro positive Test, weil das würde ja nur heißen, dass man ganz oft umsonst einen Test gemacht hat. Sprich, ganz oft die Falschen getestet hat. Sondern also so darf man es auch wieder nicht rumrechnen. Also man muss einerseits gucken, ne, pro Fälle, das ist richtig, aber andererseits schon natürlich aufgrund pro Bevölkerung. Also ich glaube, dass beide Bezugsgrößen wichtig sind. Und denn es kann, ist ja, ich kann genauso gut pro Fall 20.000 Tests machen. Wenn die dann alle negativ sind, dann habe ich halt die 20.000 oder 19.000 so und so viel falsch getestet oder umsonst getestet. Also deswegen ist nochmal dieser Punkt des gezielten Workflows, wen teste ich eigentlich prioritär? Und das sind definitiv die Patienten. Und dann würde ich sagen, als zweites das medizinische Personal und dann kommen die anderen. Mhm. Ja. Also ich würde, also erstmal muss man dazu vielleicht sagen, Korea war ja eine Sondersituation und eben keine Vorbildsituation, weil wir nun mal diesen riesen Ausbruch in so einer religiösen Veranstaltung da hatten. Ja. In einem Ort
bis vor kurzem über die Hälfte des gesamten koreanischen Ausbruchs national gestreut hat. Mhm. Da konnte man so gezielt testen, weil das an einem Ort war. Und ich glaube, man kann sich an Korea da gar nicht orientieren. Und in Korea ändert sich gerade auch die Situation. Mhm. Also es kann gut sein, dass das nicht mehr so vorbildlich bleibt dort. Und also wir müssen einfach bei uns gucken und wir wissen jetzt im Moment, dass wir bei einem extrem hohen Testaufkommen in Deutschland so 6-7% Positive haben bei den PCRs. Und das sagt mir, dass wir extrem gut die Diagnostik zielen im Moment. Mhm. Moment. Das wird aber nicht so bleiben, weil wir werden wahrscheinlich nicht mehr diese Zahl von Testen anbieten können. Der Reagenziennachschub wird kleiner werden. Und wenn es dann so sein sollte, dass wir das halten können, dann wird natürlich möglicherweise auch die Zahl der Infektionen sich erhöhen. Auch die Verteilung der Teste geografisch wird sich verändern. Also ich weiß nicht, ob wir diese Rate halten können von 6-7% Positiven. Aber klar ist, die kommt dadurch zustande, dass man symptomgerichtet testet. Und ich bin ganz davon überzeugt, dass man auch weiter symptomgerichtet testen muss. Also okay. Irgendeine Art von Testung also rumstochern in der Luft, also irgendwelche asymptomatischen Testen, davon halte ich überhaupt nichts. Dadurch verschwendet man nur die ganze Energie, die in dem Testen drinsteht. Auch keine Kontakte von Infizierten, weil das war nämlich auch in einem Strategiepaper, stand es auch drin, auch unbedingt asymptomatische Kontakte testen, einfach, dass man weiß, womit man es zu tun hat. Das auch eher nicht. Also die Frage ist immer, wie groß der Aufwand dafür ist. Mhm. Also wenn das alles umsonst zu haben ist, kann man jeden testen. Aber wenn das Zeit verschwendet und Logistikaufwand macht und dort, wo die Diagnostik wirklich gebraucht wird, dann die Ressourcen wegfrisst, dann sollte man das eher nicht tun. Dann sollte man also bei der Kontaktverfolgung erstmal genauer hinschauen, ist das ein wirklicher Hochrisikokontakt? Mhm. Ne? Also wieder die Gruppierung, die wir vorhin hatten. Ja. Vielleicht wieder auch mit einer vulnerablen Gruppe in Verbindung. Mhm. Also das ist schon eine Art von Mikromanagement, die man leisten muss. Also dieses Kategorisieren, das kann das Gesundheitsamt häufig nicht mehr leisten im Moment aus Kapazitätsgründen und darum eben die Idee, das durch elektronische Hilfsmittel zu verbessern. Also aus meiner Sicht ist es eigentlich relativ klar. Wir haben erstens die Patienten, zweitens das medizinische Personal und dann gegebenenfalls die Kontaktpersonen. Und super. Erst ganz hinten in der Ecke irgendwie ganze Firmenmitarbeiter oder sowas. Ja. Vielen, vielen Dank. Es ist wirklich jetzt auch schon 7 nach. Wir sind schon 7 Minuten drüber. Es tut mir sehr leid, Herr Drosten. Ich weiß, dass Sie auch weg müssen. Wir konnten leider wirklich nicht alle Fragen beantworten. Ich habe hier noch so viele stehen, die auch spannend Ihnen zu stellen gewesen wären. Aber es tut mir leid, wir hatten nur eine begrenzte Zeit. Ich freue mich trotzdem, dass Sie beide mitgemacht haben und dass wir viele Fragen beantworten konnten. Und von diesem Ganzen hier wird es auch noch ein Transkript geben. Das heißt also, alle Aussagen können Sie nachher auch nochmal nachlesen in einem Word-Dokument. Und das werden wir natürlich so schnell wie möglich zur Verfügung stellen an alle Journalisten da draußen. Und ich bedanke mich recht herzlich bei Ihnen beiden, Herr Drosten, Herr Krause. Das war sehr erhellend und vielen, vielen Dank und eine gute Zeit noch. Ich weiß, das ist okay. Sehr stressig im Moment, aber vielen Dank. Gerne, danke. Ja. Tschüss. Tschüss.